Kuckuck, Kuckuck und nochmal Kuckuck, da bin ich wieder. Die Wohnung von Klaus-Jürgen Wussos Noch-Ehefrau Yvonne soll total verdreckt sein. Angeblich verwandeln sich die unteren Müllschichten schon in Erdöl. Damit Ihre Wohnung nicht auch im Unrat versinkt, rate ich Ihnen, öfter mal aus dem Haus gehen. Unsere aktuellen Veranstaltungstipps. Montag. Endlich. In Stuttgart-Stammheim wird der dringend benötigte Luxusknast eröffnet. Dienstag. Die holländische Fußballnationalmannschaft muss zum Länderspiel nach Afghanistan. Mittwoch. Die Wienerwaldkette präsentiert das brandneue Sicherheitshähnchen, mit dem man sich gegen lästige Raucher wehren kann. Ein voller Erfolg. Donnerstag. In Bonn-Bonn wird am Donnerstag das Stereophon-Phon vorgestellt. Siamesische Zwillinge haben freien Eintritt. Samstag. Workshop in Tübingen. Professor Hacketal demonstriert Sterbehilfe für kranke Melonen. Spice Girls gehen endgültig auseinander. Das muss aber für ihre Karriere nicht unbedingt schädlich sein. Luciano Pavarotti geht schon seit 40 Jahren auseinander. Dieter Bohlen hat zugegeben, dass er vor Verona Feldbusch schon mal eine Frau verprügelt hat. Allerdings war Thomas Anders auch wirklich nervig. Steffi und André haben geheiratet. Agassi streifte seiner Gräfin einen 300.000-Dollar-Ring über. Und Steffi war derart gerührt, dass ihr die Tränen kamen. Augenzeugen berichteten, ihre Nase sah im Schein der Kerzen so schön aus wie der Watzmann im Abendrot. Kaum hat man geheiratet, zieht der Alltag mit all seinen Problemen ins Haus. Deshalb habe ich auch keinen Ehemann, sondern einen Studenten, der ab und zu nackt meine Wohnung putzt. Ist praktischer. Auf diesen Trichter sind André und Steffi noch nicht gekommen, aber sehen Sie selbst. André und Steffi, das Traumpaar des internationalen Tenniszirkus, ganz privat. Mann, Steffi, musst du früh morgens so einen scheiß Lärm machen? Früher Morgen? Wir haben 3 Uhr nachmittags, du Penner! Ach ja? War ich saufen oder du? Schnauze! André! Komm, alte Leiter, fest werde ich umnageln! Wieso? Wenn ich nagel, hältst du mir ja auch nicht die Stange! Sag mal, haben wir eine Katze? Nee, wieso? Boah! Kauf dir mal einen Rasierapparat! Was hängst du da für ein Drecksbild auf? Das ist kein Drecksbild! Ich häng grad meine Karriere an den Nagel. Wenn du jetzt Hausfrau und Mutter bist, oder was? Nee, weil ich so scheiße reich bin. Quiet, please. Schnauze da! Schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn Steffi verliebt säuselt. Hey, du Fleischmütze, du kannst doch nicht einfach die Leiter loslassen. Den dramatischen André- und Steffi-Fotoroman gibt's im Internet unter www.freitagnachtnews.de. Bernie und Ernst. Heute Voodoo. Wollen wir mal sehen, ob das funktioniert mit so einer Voodoo-Puppe? Au! Nanu? Au! Mann, Ernst, halt doch mal die Schnauze! Du siehst doch, dass ich meine Voodoo-Puppe ausprobiere! Was mir? Ja, tut mir leid, aber ich hatte gerade so ein tierisches Stechen im Auge. Sag mal, was ist das denn wieder für ein Scheiß? Ach nichts, ich war nur kurz bei dem Hexenladen an der Ecke und habe ein bisschen Voodoo-Zauber eingekauft. Ach, schade ums Geld. Funktioniert doch sowieso nicht. Was willst du mit den Krähenfüßen? Das sind keine Krähenfüße. Ich hatte Hühnchen zum Frühstück. Bäh. Aber hier! Ein bisschen von dieser Wurzel genügt und du kannst rammeln wie ein Stier. Ah, lass mal beißen. Entschuldigung, ich meinte nicht rammeln, sondern stammeln wie ein Stier. Aber das Beste ist diese Zauberkugel. Damit kann ich Kontakt zum Jenseits aufnehmen. So ein Schwachsinn. Doch, los, mit wem soll ich reden? Na gut,
Mein Vater. Ich würde gerne nochmal mit meinem Vater reden. Okay. Erd, ich muss dir was sagen. Papa? Erd, ich muss dir was sagen. Ich kann das nicht. Ich habe einen Frosch im Hals. Naja, vielleicht hat Erd ja recht. Und das funktioniert alles hier nicht. Ich glaube, ich schmeiß den Scheiß hier weg. Wow, ganz schön sportlich, Erd. Und nun zeigen wir Ihnen das neue interaktive RTL-Fernsehen. Am unteren Bildschirmrand erscheint jetzt diese Touchscreen-Bedienleiste. Wenn Sie jetzt beispielsweise auf den Fast-Forward-Knopf drücken, können Sie die folgende Werbung vorspulen. Denn Vorspulen ist... Wenn Sie also schneller sehen wollen, wie es weitergeht, drücken Sie jetzt drauf. Bis gleich. Zurück. Eine Frage brennt uns allen auf den Nägeln. Warum macht Verona Feldbusch eigentlich keine Werbung mehr für Rahmspinat? Der Grund ist ganz einfach. Bevor Verona für etwas wirbt, testet sie das Produkt mit ihrem Manager und ihrem Freund Franjo. Der neue Rahmspinat konnte die drei nicht überzeugen. Veronas Kritik, der Spinat ist nicht frisch genug. Ihr Manager findet den Spinat zu wenig gewürzt. Und ihr Freund Franjo steht sowieso viel mehr auf Fleisch. Alle drei sind vom neuen Rahmspinat wenig angetan. Kein Bouquet im Abgang fahrt. Fazit, ein Spinat ohne Esprit und Charakter. Sehen Sie nächste Woche in den Freitagnacht-News. Tragisch, Germane stirbt an Nibelungenentzündung. Lecker, Fußfetischist vernascht Knoblauchzehe und Verwechslung, Moslem betet in Muschi. Noch mehr Freitagnacht-News gibt's unter www. Und jetzt raten Sie mal, wo es noch mehr Freitagnacht-News gibt.de. Hier bei RTL geht es jetzt weiter mit Heiner Bremers Nachtjournal. Heiner testet heute für Sie die neuesten Brustwarzenklemmen. Wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.